Hallo, hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und vor meinem unprofessionellen Hintergrund. I'm so sorry, aber was soll ich machen? Heute möchte ich einmal wieder über die Dankbarkeit sprechen. Ich weiß, vielen von euch hängt das vielleicht zum Hals raus, aber ich glaube, dass wir heute in der modernen Welt, in der ihr euch wahrscheinlich auch noch viel mehr befindet als ich, Alanya, warum auch immer, das erzähle ich euch vielleicht gleich noch oder erzähle ich euch mit Sicherheit, denn das ist der Grund, warum ich immer wieder sehr dankbar dafür bin, was wir haben. Und ich finde, der Mensch lebt so vor sich hin und schafft sich seine eigenen Problematiken, wie gestern zum Beispiel, wo Leute nichts anderes zu tun hatten, als mich zu haten in den Kommentaren und mich zu versuchen zu disliken. Da macht sich bei mir immer wieder richtig stark die Dankbarkeit bemerkbar für das, was wir eigentlich haben und für das, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und ich merke immer, wie gut es den Menschen geht, eigentlich, Alhamdulillah, dass sie da überhaupt nicht mehr die Zeit zu haben, daran zu denken, weil es ihnen nie an irgendetwas richtig fehlt. Natürlich, wir werden alle krank, wir haben alle irgendwelche Verluste zu erleiden, uns geht es finanziell immer schlechter, ja, aber wirkliche Existenzangst, Existenzangst in Form von mangelnder Sicherheit im Land, in Form von existenziellen Dingen, die fehlen. Wasser, Strom, Internet ist ja auch sehr wichtig heutzutage. Gas, ja, dass man im Winter friert, weil es einfach kein Gas gibt. Diese Situation hatten wir in Deutschland, Alhamdulillah, eigentlich fast noch nie. Also jedenfalls nicht bei uns in Hamburg. Alhamdulillah, ich habe das nie erlebt. Ich habe mein ganzes Leben in Hamburg verbracht, ja. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und wenn du hier in der Türkei lebst, hier in Alanya ganz speziell, hast du oft das Problem, dass irgendetwas fehlt von diesen Dingen, die total selbstverständlich geworden sind. Wasser, Strom, Internet. Und ich habe heute wieder kein Wasser und ich habe nicht genug Wasser abfüllen können diesmal. Ich hatte vor ein paar Tagen abgefüllt, ja, aber ihr glaubt nicht, wie schnell das Wasser hier schlecht wird. Es wird schleimig und eklig durch die Hitze. Eigentlich ist es nicht mehr benutzbar, also auch nicht zum Trinken. Ich weiß nicht, 2 Tage steht das jetzt hier, habe es in meinen großen Kanistern ja gesammelt vor 2, 3 Tagen, weil auch da das Wasser wesentlich weniger wurde und ich Angst hatte, dass ich die Schafe und so nicht versorgen kann. Die trinken ja doch noch mal sehr viel mehr als Hunde oder Hühner. Und jetzt muss ich leider feststellen, dass mein Wasser heute Morgen weggegangen ist, ohne dass ich es geschafft habe, es abzufüllen. Und auch nachdem ich angerufen habe an der Stelle, konnte mir keiner sagen, also eine Störung liegt noch nicht vor. Ich bin wohl die Einzige, die sich bisher gemeldet hat. Und das heißt immer, es dauert lange, bis das Wasser kommt, ja. Und ich habe noch Wasser gehabt für meine Hunde. Ist jetzt eine lange Story, aber ich versuche ein bisschen den Hintergrund zu erklären, warum ich so dankbar bin und warum es so ein Wunder von Allah immer wieder ist. Ja, man soll einfach dankbar sein für alles, was man hat. Ich habe es nicht geschafft, für die Hunde genügend Wasser abzuzapfen. Ich hatte noch Wasser heute Morgen. Das hatte ich auch in meinem Vlog heute erzählt. Das kommt morgen nochmal aufs Butterbrot bei euch im Vlog. Inshallah. Weil ich es da auch erzählt hatte. Ich habe gemerkt, das Wasser geht weg. Ich war fertig mit den Hühnern und mit den Hunden filmen und bin dann rein und wollte noch das Wasser für die Hunde tauschen und merke schon, oh nein, das Wasser geht weg. Also habe ich schnell das Wasser, welches ich gestern Vormittag voll gemacht habe für die Hunde, ausgekippt, damit die nochmal frisches Wasser kriegen für den heißen Tag, der hier wieder sein wird heute mit 34, 35 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Schnell hin und ich habe es nicht geschafft, das Ding voll zu machen. Ich hatte nur noch so ein bisschen Wasser für die Hunde. Natürlich, da war noch das Wasser, der Wassertopf von gestern. Das reicht auch zur Not noch bis heute. Natürlich habe ich auch Trinkwasser, welches du kaufen kannst. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ich sage ja immer, immer dankbar sein für alles, was man hat. Denn auch das ist nicht selbstverständlich. Wir hatten vor 2 Jahren, als die Brände hier waren, in der Türkei wirklich nicht genügend Trinkwasser hier. Ja, also ich habe Trinkwasser bestellt. Es gab keins mehr. Es war ausverkauft. Wir hätten warten müssen ein paar Tage. Ich war in den Läden. Auch da war es sehr viel weniger geworden. Also es gibt auch diese Notsituation. Ja, Allah möge uns davor bewahren.
Jedenfalls sitze ich hier, ich habe Trinkwasser, wie gesagt, zur Not, wenn das nicht reicht für die Hunde. Ich habe noch genug Alhamdulillah gehabt für die Hunde, dass sie das noch trinken können. Bis abends wahrscheinlich, wenn nicht, habe ich natürlich Trinkwasser. Ich habe auch Nachbarn, die mir hier helfen, wo ich dann nochmal zapfen kann, weil die haben ja Reservoirs, Wasserreservoirs und stehen eigentlich nie ohne Wasser da. Aber auf einmal, ich sitze hier und ich höre es plätschern. Und ich habe im Badezimmer den Hahn an, damit ich das gleich höre. Oh mein Gott, es kommt ein bisschen Wasser. Und ich habe es tatsächlich geschafft, den Wassereimer für die Hunde voll zu machen. Und dann war es wieder weg. Ja? Und ihr glaubt gar nicht, jetzt habe ich wieder kein Wasser. Also ich habe es gerade noch eben geschafft, für die Hunde einen ganzen Topf voll zu machen. Das steht da jetzt bereit. Und ihr glaubt gar nicht, wie dankbar man dafür dann ist, ja, dass du für die Hunde erstmal Versorgung hast. Wie gesagt, ich habe Trinkwasser, kann ich alles, kein Problem, ja. Alhamdulillah, man kann alles Möglichkeiten finden. Man kann auch mit Trinkwasser duschen, man kann alles Mögliche machen, ja. Aber allein dieses Zeichen, dass ich für die Hunde ganz schnell noch, denn das war die ganze Zeit in meinem Kopf, ja. Ich habe es nicht mehr geschafft, genug Wasser abzuzapfen. Und in dem Augenblick kriege ich genau. Der Topf ist genau voll und Schluss. Wasser ist wieder ausgegangen, ja. Und das zeigt mir wieder, wie dankbar wir eigentlich sein sollen für so selbstverständliche Sachen, die andere Menschen überhaupt nicht haben. Lass uns mal nach Afrika gehen oder in die Wüstenregion, wo es einfach gar kein fließendes Wasser gibt, ja. Die Leute leben bei höchsten Temperaturen über 50, fast 60 Grad und die haben kein Wasser. Die müssen graben, um eventuell noch ein bisschen feuchte Erde zu finden, ja, für ihre Tiere, die sie vielleicht dann damit noch in irgendeiner Art und Weise versorgen können, ja, und geschweige denn von Essen. Was sie vielleicht auf den Feldern anbauen und welches verdörrt, weil und dann haben die auch nichts mehr zu essen. Es gibt so schlimme Schicksalsschläge von Strom und Gas und all so ein Kram, wie ich gar nicht erst anfangen, ja. Die Menschen sind wirkliche Wundermenschen. Sie schaffen es mit fast nichts zu überleben und trotzdem noch glücklich zu sein und ein Fröh. Du siehst die Kinder lachen, du siehst die Menschen lachen. Sie schaffen es, ihren Alltag zu bewältigen. Sie schaffen es, weiterhin gläubig zu sein. Sie schaffen es, weiterhin nicht zu hadern mit ihrem Schicksal. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die wirklich gar nichts haben oder fast gar nichts. Und die trotzdem ein glückliches Leben führen und die eben auch gar nicht die Zeit haben, eventuell sich über so banale Dinge wie die Wolfsmama, die da im Internet irgendwelchen Blödsinn macht, aufzuregen und da solche Dinger drunter zu schreiben. Ja. Wir sollten wirklich versuchen, alle dankbar zu sein für das, was wir haben. Noch ein Beispiel. Meine kleine Frieda ging es nicht gut gestern. Ich habe schon gedacht, sie würde sterben, mein kleines Hühnchen, ja. Und heute Morgen, Alhamdulillah, geht es ihr wieder gut, ja. Sie ist wieder auf den Beinen, sie pickt wieder, sie frisst wieder. Natürlich, sie ist noch nicht ganz wieder drauf, aber es geht ihr gut. Und die Dankbarkeit für ein Hühnchen, ja, für eine Henne, die ich lieb gewonnen habe, dass es ihr wieder besser geht, die ist so, so stark. Ich habe mich so gefreut. Ich könnte heulen, wenn ich das sehe. Natürlich kann man sagen, bringen Sie doch zum Tierarzt oder macht doch dies oder das. Wenn es nicht sein soll, dann kann ich sie auch zum Tierarzt bringen, alles Mögliche machen und trotzdem wird es ihr nicht besser gehen. Darum geht es nicht. Es geht um die Dankbarkeit dafür, dass man etwas bekommt von Allah, von Gott geschenkt bekommt und so wenig dankbar dafür ist. Wir können alle essen, wir können alle trinken, wir können alle schlafen, wir haben einen Platz, wo wir uns zurückziehen können, auch wenn er billig oder günstig ist, auch wenn es ganz klein ist und auch wenn es mit vielen Widrigkeiten ist. Ich bin sicher, alle, die hier meine Videos gucken, denen geht es um ein Vielfaches besser als den weisen Kindern in Afrika, deren Eltern ermordet worden sind und die versuchen sich mit mit nichts auf dieser Welt zu halten, ja, und die trotzdem mit ihrem Schicksal nicht hadern, sondern fröhlich durch die Gegend laufen, ja, und auch trotzdem weiterhin versuchen zu überleben, ja, und das Wichtige im Leben zu fokussieren, nämlich ihr Überleben, ja, und sich nicht mit so nichtigen Dingen wie mit mir zu befassen. Natürlich ist das ein anderes Leben, der Vergleich hinkt, aber ich finde, dass man sich das immer wieder vor Augen halten soll. Und ich glaube, wir alle haben doch Krankheiten durchgemacht, wir alle haben doch
wenn wir Kinder haben, allein das schon, ja, Mütter, die ihr seid, Mütter, ja, das sind, seid ihr doch in den meisten Fällen, Zuschauer, die mir zugucken. Was für eine Dankbarkeit habt ihr denn empfunden, wenn das kranke Kind, welches die ganze Nacht gespuckt hat, ja, welches die ganze Nacht gehustet hat und wenn es ihm ein bisschen besser ging, ja, was für eine Dankbarkeit hat man in diesem Augenblick empfunden, wir Mütter oder nicht, ich jedenfalls, ja. Ich hätte Bäume ausreißen können, nur weil es meinem Kind ein ganz kleines bisschen besser gegangen ist. Und wenn es dann alles wieder in Ordnung ist, ja, wenn alles wieder gut läuft, dann werden wir so schnell wieder undankbar und fallen in unsere alten Muster zurück und nehmen uns Dinge vor, die uns erstmal nichts angehen, zum Zweiten, die uns selbst nur schaden und runterziehen und die überhaupt nichts nützen auf dieser Welt, ja? Warum können wir nicht einfach uns auf unser eigenes Leben konzentrieren? Warum können wir nicht einfach vor unserer eigenen Haustür kehren? Warum müssen wir uns immer mit den Schlechtigkeiten der anderen Menschen befassen? Warum müssen wir immer das Negative am anderen sehen, um uns besser zu fühlen? Warum können wir nicht einfach nur einmal etwas gönnen, etwas, was der andere hat, von vollem Herzen gönnen? Warum muss man sich in die Angelegenheiten ständig anderer Menschen einmischen? Geht jetzt nicht mal um mich, ja, geht nicht um mich. Es geht im Allgemeinen darum, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren sollen. Ich nehme mich damit ja nicht aus, ja. Ich bin ja jetzt auch keine, wo ich sage, ich mache alles richtig, ganz bestimmt nicht. Und ich weiß doch, dass man sich besser fühlt, wenn man Menschen sieht, denen es auch nicht gut geht, einfach weil man dann weiß, okay, ich bin nicht die Einzige. Ja, wir Menschen suchen ja immer unsere Herde, genau wie die Schafe. Ja, wir suchen ja immer Vergleiche und versuchen uns mit anderen gleichzusetzen. Ja, dem geht es schlecht, okay, mir geht es auch schlecht, dann fühlt man sich gleich besser, wenn es zusammen schlecht ist. Ja, aber das ist nicht das, was wir als ideale Welt anstreben sollten, sondern wir sollten uns freuen für das, was andere Menschen haben. Und wenn wir denn neidisch sind und Neid empfinden, ja, was überhaupt nicht gut ist, Neid ist immer ein Garant dafür, dass irgendetwas nicht stimmt im eigenen Leben. Aber wir können doch versuchen, dieses Negative, was ja eigentlich wirklich negativ ist, ins Positive zu verwandeln, indem wir nämlich uns aufraffen, aufstehen, kämpfen für unser Leben und für unsere Wünsche, die wir haben, statt zu neiden und versuchen, die anderen Menschen noch herunterzuziehen und selbst auf das gleiche Niveau mitzubringen. Finde ich sehr, sehr schade. Also lasst uns doch dankbar sein für das, was wir haben, auch wenn wir fast gar nichts haben. Ja, die heutige Gesellschaft hat nicht mehr so viel, wie es mal war. Jeder kämpft und jeder hat ganz viele Wehwehchen, mit denen er fertig werden muss und Schicksalsschläge, die nicht einfach zu bewältigen sind, ganz bestimmt nicht. Und wir alle haben irgendetwas, wo wir sagen, Mann, das ist jetzt wirklich sehr schwierig für mich zu ertragen. Aber Dankbarkeit für alles, was wir haben, kann den Blick dafür öffnen, auch Dinge besser zu ertragen, die negativ und die schlimm sind. Ja, weil man einfach sich bewusst ist dessen, was man doch eigentlich hat, auch wenn man vieles augenscheinlich nicht hat. In diesem Sinne nochmal ein Video, ein Aufruf. Lasst uns dankbar sein. Lasst uns alle uns um unser eigenes Leben kümmern, um unser eigenes Wohlbefinden kümmern. Der Schein, der einem das Gefühl gibt, sich besser zu fühlen, wenn man auf Menschen herumhackt, wie meine Hühner. Ja? Das kann ich immer nur so ähnlich vergleichen. Die Vergleiche hinken, ich weiß es, aber ich kann so viel mit dem menschlichen Verhalten und der Tierwelt verbinden, weil die Hühner hacken auf ein Huhn herum, alle gemeinschaftlich, dem es nicht gut geht. Ja, ich hatte einen Huhn, hab ich ja auch erzählt, der hatte eine Wunde hinten am Popo. Ein kleines, süßes Huhn eigentlich, genau wie alle anderen, aber es hatte diese Wunde hinten. Und alle Hühner hacken auf diesem Tier herum, so lange, bis es dann gestorben ist. Ja. Oder noch ein Beispiel. Ein Huhn, dem geht es gut, aber es ist halt nicht so kräftig und so stark und voller Power wie die anderen Hühner.
Und dann trampeln die alle gemeinschaftlich auf diesem Huhn herum und hacken drauf rum, ja. Wenn die Gemeinschaft merkt, einem Huhn geht es nicht gut oder jemandem geht es nicht gut, dann wird das niedergemacht und bis es zum Tod ist. Kann vielleicht auch gut sein für die Gemeinschaft, dass ein krankes Tier eben dann so schnell wie möglich auch aussortiert wird, damit es nicht die ganze Herde ansteckt. Das weiß ich nicht, ja. Möchte ich mal nicht behaupten, im Hinblick darauf, dass wir Menschen jetzt zerhacken sollten, denen es nicht gut geht. Ich glaube, das kann man dann ins Menschliche, inshallah, so nicht übertragen. Aber ich wollte nur sagen, die Kraft der Gemeinschaft ist so stark. Wenn einer anfängt, ja, dann hauen sich so viele Leute damit rein in diese Kerbe, wo sie von allein nicht mal den Mut dazu hätten und wahrscheinlich auch nicht die Courage. Ja, weil man macht das einfach nicht. Man weiß, dass man so etwas nicht macht. Da kommt jetzt gerade mein Nachbar und ich würde den gerne mal fragen, ob der Wasser hat. Ich gehe mal eben hin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.